Liebe Freunde von Medjugorje, es hat gerade 4 Tage geregnet hier in Medjugorje. Und wir sind gekommen mit einem ganz schlechten Wetterbericht. Jetzt werden Sie sich denken, wer redet da und was sind das für Leute? Wir sind über 90 Leute und haben gerade Exerzitien gemacht und sind am Ende der Exerzitien hier in Medjugorje. Und ich darf Sie alle begrüßen und ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf und Sie an unserer Freude teilhaben darf. Es gibt eine Geschichte von der heiligen Scholastika und die heilige Scholastika war einmal mit ihrem Bruder, sie trafen sich einmal im Jahr, war sie im Pfortenhaus versammelt und sie wusste irgendwie, es ist das letzte Mal in ihrem Leben. Und der Bruder hatte eigentlich nur kurz Zeit und dann hat die Scholastika gebetet, dass es länger Zeit wird. Und dann brach ein Regen los und dieser Regen hat den Benedikt, ihren Bruder, gehindert, in sein Kloster zurückzugehen. Und sie haben die ganze Nacht verbracht in geistlichen Gesprächen. In ihrer letzten Begegnung danach durfte sie dann in den Himmel gehen. Liebe Schwestern und Brüder, Pfarrer Frank Köpikus Röttger, das bin ich. Ich bin Pfarrer in Radstadt in der Erzdiözese Salzburg. Ich bin auch lange schon Referent bei Radio Maria Österreich, durfte schon viele Exerzitienkurse geben und wurde vor einem, naja, sagen wir Vierteljahr oder gutem Vierteljahr von Maria Pavlovic eingeladen, dass ich Exerzitien in ihrem Exerzitienhaus Magnificat predigen soll. Sie hat mir das angeboten oder mich darum gebeten und das habe ich gemacht. Warum habe ich mit der Maria Pavlovic, der Seherin, geredet? Weil ich eingeladen wurde, in ihr Haus zur Erscheinung zu kommen. Und ich kenne sie nun ungefähr 2 Jahre. Und so durfte ich mit über 90 Leuten herkommen. Ein Ort der Gnade, ein Ort, an dem die Mutter Gottes öfter erscheint, nämlich in dieser Kapelle oder in diesem Saal, wo wir die Exerzitien hatten und damit waren wir sozusagen durch den Regen in den ganzen Tagen in einer Hülle, wo wir kaum heraus konnten. Wir konnten nicht auf den Erscheinungsberg gehen, nicht auf den Kreuzberg gehen. Heute gehen wir ins Abendprogramm. Manche von uns, heute ist das Wetter besser, gehen auf den Erscheinungsberg oder gar auf den Kreuzberg. Aber worum geht es? Es geht darum, dass wir das Äußere einmal weglassen bei Exerzitien und in das Innere kommen. Maria in Medjugorje, die Gospa, lädt uns immer ein, dass wir mit dem Herzen beten, mit dem Herzen fasten, mit dem Herzen die Bibel lesen. Und Exerzitien sind im Normalfall immer eine Begegnung mit dem Herrn durch sein Wort. Und das war auch dieses Mal so. Und es ging um Heilung, es ging um Umkehr. Es ging darum, dass wir uns Gott neu zuwenden. Und jeder von uns, wenn er in Exerzitien kommt, kommt mit seiner Befindlichkeit, kommt mit seinen Wunden, kommt mit seinen Kämpfen, kommt auch mit seinen Ängsten und mit all dem, was ihn ausmacht. Auch mit seinem Glauben, mit seiner Freude, aber auch mit dem vielen, was uns im Leben einfach niederdrückt. Und wenn wir zu Maria kommen, dann ist sie die Mutter, die uns aufrichtet. Ich frage mich öfter, wenn ich Exerzitien predige, warum mache ich das eigentlich? Wieso stehe ich dort und gebe die Exerzitien? Das war ein Ruf. Und dieser Ruf kam vor ungefähr 18 Jahren, dass ich das machen soll. Und vielleicht werden Sie sich fragen, hast du deine Berufung in Medjugorje empfangen? Und
Und ich muss sagen, nein, habe ich nicht. Ich habe meine Berufung nicht in Medjugorje empfangen. Meine Berufung habe ich empfangen, als ich ein kleiner Junge war, und das war lange vor den Erscheinungen von Medjugorje. Und ich habe schon im Kindergarten, als man mich gefragt hat, was ich einmal werden will, gesagt, ich möchte Priester werden. Und dann gab es eine Phase, wo ich plötzlich gemerkt habe, wie schwach ich eigentlich bin, was ich alles nicht kann. Vor allen Dingen eines, was man als Priester können muss, konnte ich nicht: reden. Reden vor Leuten konnte ich überhaupt nicht. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, es ist für mich überhaupt ein Wunder, dass durch das Wort Gottes, das durch meinen Mund verkündigt wird, so viel geschieht. Ja? Also ich möchte Ihnen, ich möchte euch sagen, gerade deine größten Wunden kann der Herr, kann die Gospel benutzen, dass etwas weitergeht, dass seine Botschaft kommt. Und dann habe ich von Medjugorje gehört natürlich. Viele Leute haben mir erzählt und mir gesagt, du musst unbedingt nach Medjugorje fahren. Und ich habe gesagt, nein, das brauche ich nicht. Und ist das anerkannt? Das war mir immer wichtig, denn ich bin wirklich sehr katholisch. Und ich habe immer erfahren, nein, es ist nicht anerkannt. Also, dann brauche ich da auch nicht hin. Aber irgendwann hat es so sehr mein Herz berührt, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre hin. Und ich bin, ich weiß gar nicht genau, wann es war, 95 meine ich, 95 beim Jugendfestival gewesen. Da lebte der Pater Slavko noch. Und ich war dort und mit einer Gruppe dort. Und das hat mein Herz berührt. Und ich bin schon Silvester, also ein halbes Jahr wieder hingefahren. Und aus dieser Zeit, von dieser Wallfahrt stammen Freundschaften, die mich bis heute tragen. Und auch Freunde von der damaligen Wallfahrt sind jetzt bei den Exerzitien dabei. Und das, was ich in Medjugorje erfahren habe, das ist einfach großartig. Ich kann euch sagen, was ich erfahren habe. Es wurde mir bestätigt, was ich immer schon geglaubt habe. Und ich wurde noch tiefer hineingeführt. Ich habe immer schon geglaubt, dass die Lehre der Kirche wahr ist. Habe immer schon geglaubt, dass die Eucharistie unglaublich wichtig ist. Dass die Beichte wichtig ist. Sehr wichtig. Und dass die Lehre der Kirche eben wahr ist. Und die Mutter Gottes hat immer wieder gesagt, wenn die Leute so viele Fragen hatten, hat sie gesagt, glaubt das, was euch die Kirche lehrt. Das ist so wichtig. Und die Kirche ist die authentische Lehre der Kirche. Und das entscheidet nicht der einzelne Priester, sondern diese Lehre steht im Katechismus und in der Dogmatik der Kirche. Es sind die Sakramente. Es ist die Eucharistie. Es ist das, was uns der Herr schenkt und dass er uns erlöst hat durch sein kostbares Blut. Neben der Mutter Gottes ist hier das Kreuz und die Erlösung und die Sakramente etwas so Wichtiges. Wir sind nicht hier, um den Fokus letztendlich auf die Mutter Gottes zu legen, sondern sie führt uns zu ihrem Sohn. Sie führt uns hin zu den Sakramenten. Sie führt uns hin zum Wort Gottes. Und ich habe irgendwann gesagt, wow, das ist ja genau das, was ich immer schon gespürt habe. Und hier werde ich darin gestärkt. Hier wird mir klar gemacht, ja, geh weiter auf dieser Fährte, werde noch stärker darin. Es ist richtig, was du spürst. Das, was du gerochen hast, schon als Kind, dem geh nach. Und das ist wunderbar. Also meine Berufung entstand nicht in Medjugorje, sondern sie entstand im Herzen des Vaters oder durch Jesus und das alles im Heiligen Geist. Aber
Es wurde gestärkt, bestätigt, erweitert, erneuert und vertieft. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen brauchen wir unbedingt, dass wir es hören, ja, es ist richtig, dass du in die Messe gehst. Es ist richtig, dass du zur Beichte gehst. Es ist richtig, dass du die Lehre der Kirche ernst nimmst. Und es ist richtig, dass das Wort Gottes einfach das Allerwichtigste ist. Maria hat hier in Medjugorje nie etwas gesagt, was mit dem Wort Gottes, der Botschaft unseres Glaubens, nicht übereinstimmt. Es ist sozusagen, sie ist wie eine Mama, die immer wieder wiederholt, was das Wichtigste ist. Oder wie jemand, der einen Textmarker nimmt und in der Heiligen Schrift immer wieder die wichtigsten Dinge markiert, damit wir es sehen, damit wir es glauben, damit wir in der Weise gestärkt werden. Und so darf ich euch alle grüßen von diesem Gnadenort. Und auch wir haben das erlebt, wir sind in dieser Regenglocke gewesen, damit habe ich angefangen. Und wir konnten nicht unbedingt das tun, was ein normaler Pilger in Medjugorje tut. Und erst recht nicht zu den Läden gehen und einkaufen, das wird heute noch ein bisschen sein, aber das war überhaupt nicht Fokus, sondern Fokus war ins Innere zu gehen, in diese Kammer zu gehen mit dem Herrn, ja. Und ich darf euch einladen, und das haben wir alle gespürt, glaube ich, wenn du hier aussteigst, du bist in einem Zentrum, wo der Friede kommt. Und du steigst aus und du atmest und du sagst, ja, hier ist der Friede und das riecht nach der Mutter Gottes, das riecht nach dem Herrn, das riecht nach dem Heiligen Geist. Und wenn du jetzt Sehnsucht bekommen hast, Geschmack daran bekommen hast, dann lade ich dich ein, entscheide dich, nach Medjugorje zu kommen. Komm nach Medjugorje. In diesem Jahr, irgendwann. Mach eine Wallfahrt oder mach Exerzitien. Diese Exerzitien werden sich höchstwahrscheinlich nächstes Jahr ungefähr um diese Zeit wiederholen. Und du wirst vielleicht erfahren, wie du dich anmelden kannst. Ich wiederhole nochmal, ich bin der Pfarrer von Radstadt. Das findest du ganz gut online und du kannst dort vielleicht nachfragen, vielleicht im Herbst oder so, ob es wieder Exerzitien gibt und du dich dafür anmelden kannst. Am Ende meiner Worte darf ich beten für dich. Vater im Himmel, ich danke dir. Für jeden, der dieses Video sieht, diesen Beitrag hört. Ich danke dir für jeden, dessen Herz brennt, weil du es angezündet hast. Ich bitte dich durch den Segen, den ich jetzt erteile, dass Heilung geschieht, dass Befreiung geschieht, dass Frieden geschieht, dass das geschieht, was die Mutter Gottes in Medjugorje allen Menschen schenken möchte. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht abbringen lassen von dem in Zeiten, die wohl schwierig sind. So segne euch auf die Fürbitte der Königin des Friedens, aller Engel und Heiligen, der allmächtige Gott, er nehme alle Bedrängnis von euch, er schenke euch Frieden, er nehme euch alle Angst und schenke euch alles, was ihr braucht. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.